Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier mit unserem Schamanendeck. Und ihr seht schon, wir haben eigentlich nichts großartig dran verändert. Klar, Ragnaros ist jetzt da anstatt dem Feuerelementar. Einfach damit wir hier jetzt mal ein bisschen schauen können, bringt das neue Deck Dravency irgendwas oder sollen wir wieder zurückgehen zu unserem B-Deck? Aber lassen wir uns jetzt mal überraschen, was bekommen wir wohl jetzt für einen Gegner? Und es sieht so aus, als hätten wir einen. Jawohl. Da, das Rad hält an. Und unser Gegner Throw ist eine Schurkin. Valera. Bobo. Seid okay. Auf der Hut. Eure Zeit ist gekommen. Starthand sieht bescheiden aus. Ein Schurke bringt normalerweise nicht direkt gleich zwei. Das heißt, ich überlege gerade, ob ich den hier nicht auch rausnehmen soll. Aber ich lasse ihn mal drin. Man weiß ja nie. Okay. Okay, bringt uns rein gar nichts, wenn es startet. Dann warten wir mal ab, was sie spielt. Und sie coint raus und spielt einen Zweier. Dies ist unsere Stadt. Haut ab. Na gut, dann sieht es doch wohl aus, als ob wir doch den spielen wollen. So, nächste Runde 3. Allerdings für uns wird es nur ein Einzel. Und sie scheint nicht mehr nichts noch zum Spielen. Na gut, wir konnten uns zumindest mal vor Drehschaden ein bisschen schützen. Oh, den können wir auch nicht spielen. Okay, dafür kommen wir jetzt in Runde 4 und können im Prinzip hier gleich beide Kartenspieler ziehen. Ich glaube, das wird auch entsprechend machen. Was anderes bringt. Kann ich mal nachwürfeln? Ich hoffe, dass ich meine Erfindung so fällt. Klar, wir könnten hier natürlich noch ein Totem und hoffen, dass wir einen Tank bekommen. Aber ich denke, so ist es eigentlich auch ganz gut. Weil sie wird jetzt mit ihrem. Oh, ne. Sie spielt einen Dolchfächer. So. Ich könnte beide rausnehmen. Aber ich glaube, ich spiele. Ich überlege gerade. Ja. Ich bestelle ihn. Und spiele noch einen Yeti extra. Das war's. Yetis sind einfach stark. Also da kann man nichts sagen. Und nächste Runde können wir uns ja überlegen, ob wir einen Kane spielen. Oder ob wir sie direkt dann weghauen. Aber schauen wir erst mal, was sie macht. Sie spielt auch einen Yeti. Okay, haut ihm zwei Schaden drauf. Und haut ihn runter auf eine 1. Das ist sehr schön. Deswegen können wir auch jetzt... ich würde ihn gern irgendwie buffen. Hätten wir hier. Allerdings haben wir dann noch 4 übrig. Deswegen schaue ich jetzt erstmal. Okay, wir bekommen ein blödes Totem. Allerdings in Kombination mit ihm würde es wieder was bringen. Hier haben wir 2, hier brauchen wir 3. Bringt uns allerdings nichts, deswegen machen wir es so. Wir buffen. Und gehen hier. So. Was macht sie jetzt? Okay, sie nimmt den Totem hier weg und spielt noch einen Yeti. Dies ist unsere Stadt. Und noch einen Defias. Okay, also genügend Möglichkeiten für uns, das Ganze rein zum Spielen. Wir können mit ihm hier 3 Schaden machen, dann macht er noch 2. Er macht 4. Ich würde sagen, wir nehmen ihn raus. Hier haben wir 2 drin. Alles ein bisschen blöd, aber ich glaube, das ist am sinnvollsten, wenn wir den Yeti rausnehmen. So. Können die beiden sich nämlich an unserem Totem abreagieren?
Okay. Na, der geht wahrscheinlich auf. Oh. Na, hier werden die ganzen Kombos gespielt. Und die zwei Jungen sind besiegt. Gut, damit mussten wir ja rechnen. Deswegen spielen wir jetzt hier unseren Kane Bluthof. Verzagt nicht. Die Erdenmutter ist nah. Nein. Wird sie auf Kane gehen? Nein, sie spielt einen Dungeon. Das ist natürlich perfekt für uns. Und sie legt sich gleich einen neuen Dolch an. Und wir können das Ganze schön... Oh, da kommt er. Niemand kommt an mir vorbei. Und jetzt kann spielen. Zack. Der fliegt raus. Für die Ehre. Und stattdessen gibt es schöne 4 Schaden hier im Gesicht. Hat sie noch mal ein bisschen? Auf nach Norden! Nein, noch mal seinen ekligen Typen. Die Erdenmutter sind auf uns gerichtet. Müssen wir natürlich wegnehmen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Deswegen schauen wir erst mal, was haben wir hier. Bringt uns nichts, aber hier haben wir natürlich Ragnaros. Deswegen wollte ich sagen, so. Zack. Den hier nehmen wir weg. Und da kommen schon die ersten 8 Schaden. So. Und sie gibt auf. Okay, hat sich bewährt. Also, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr das Deck hier an der Seite gerne kopieren. Gebt ruhig ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten dürft ihr aber gerne auch Verbesserungsvorschläge geben, was ihr an dem Deck noch ändern oder verbessern würdet. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen dann zu einer neuen Runde. Bis dann wünsche ich euch alles Gute und bis dann. Ciao.